Herzlich willkommen! Hallo, hier ist wieder Exi mit einem neuen Projekt. Wir zocken The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ein Klassiker für den Nintendo 64 und ein Spiel, das mich in meinen jüngeren Tagen durchaus eine lange Zeit begleitet hat. Und wie ihr im Titel lesen könnt, wenn wir das Spiel nicht auf eine übliche Art und Weise durchspielen, was es damit auf sich hat, werde ich euch allerdings. Im Verlauf des Spiels erklären. Da werden wir bei Zeit dann ein bisschen mehr Zeit übrig haben und die Zeit werde ich dann nutzen. Ich möchte einfach nicht zu viel Zeit im Anfangsbildschirm verbringen. So. Wie üblich mein Name. Könnte jetzt da auch Link reinschreiben, aber nö. Ich würde sagen, beginnen wir mit The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ihr seht schon, ich habe da ein bisschen rumprobiert. Ich spiele das Ganze, da unsere neue Aufnahmemethode für den Nintendo 64 leider noch nicht so ganz funktioniert. Erstmal am Emulator, aber naja, solange man die Konsole und das Spiel hat, ist es ja angeblich nicht verwerflich, nicht wahr? Naja, wie dem auch sei, fangen wir an. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Navi. Navi, wo bist du? Erscheine. Navi, holde Fee. Höre die Worte des Dekobaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegen. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da ihr Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber. Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Wo wohnt der nochmal? Hat der auch oder? Stimmt, ich erinnere mich. Einfach da drunter. Ach, Scheiße. Wobei, so sagt eine Fee nicht. Okay. Die Grafik macht schon mal Probleme. Das ist nicht gut. Naja.
Xi, wach auf! Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Xi, wach auf! Los, komm schon! Sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Ich finde immer Charaktere, die so eine Stimme kriegen können. Endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Warum ist begleiten in Rot geschrieben? Egal. Schön, dich kennenzulernen. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Na denn. Verlassen wir mal unser schönes Zuhause. Ohne Witz, er hat sich eigentlich ganz schön hier eingerichtet. Tja, wenn man die Geschichte zu seinem Haus kennt, ist es doch wieder etwas traurig. Aber naja, das wird hier nicht behandelt. Guten Morgen, Xi. Dann gehen wir mal runter. Eine nette Zeichnung. Hallo. Hey, eine Fee. Endlich hast du auch eine Fee, Xi. Endlich hast du auch eine Fee, Xi. Wow, das ist toll. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Xi. Ist es wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor den Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. So, und da wären wir schon mitten im Spiel. Na denn, falsche Richtung. Dann wollen wir doch gleich mal zum Dekobaum gehen. Wenn der mit uns sprechen möchte, dann lassen wir ihn doch nicht lange warten. Der will uns aber nicht durchlassen. Hey, du fehlenloser Versager. Hey, du fehlenloser Versager. Was hast du mit dem Dekobaum zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Was? Du hast eine Fee? Und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Mido zu sich rufen? Das kann nicht sein. Ich glaube es einfach nicht. Du bist nicht mal richtig ausgerüstet. Wie willst du dem Dekobaum denn ohne Schwert und Schild gegenübertreten? Was? Das stimmt, ich bin auch nicht ausgerüstet, aber das ist etwas anderes. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Verschwinde! Ja, da uns Mido nun unmissverständlich gesagt hat, ohne Schwert und Schild sollten wir nicht zum Dekobaum gehen und es ansonsten nicht durchlässt. Was an und für sich ja nicht verkehrt ist. Wir sollten schon ausgerüstet sein, wenn man eventuell einen Auftrag für uns hat, aber es ändert nichts daran, dass Mido ein überheblicher Arsch ist. Und ja, das kann man so sagen, bevor mir jetzt jemand kommt, damit kommt, ja, er ist doch nur ein Kind. Kokiri altern meines Wissens nach nicht und somit kann der sonst wie alt sein. So, hier schon mal eine weitere Fähigkeit unseres Hauptcharakters. Wir können durch solche engen, durch solche Tunnel kriechen. Ja, wir sollen ein Schwert und Schild holen, wohin ich mich gerade bewege. Das ist ein besonderer Ort der Kokiri. Die Kokiri haben nämlich einen Schatz hier hinten versteckt. Und den werden wir uns nun holen. Na komm, ein Schild kann ich ja lesen. Was steht denn hier drauf? Öffne jede Truhe, du findest darin wertvolle Schätze, praktische Gegenstände, hilfreiche Schlüssel und vieles mehr. Na denn, wer auch immer dieses Schild geschrieben hat. Öffnen wir mal unsere erste Truhe. Das
Kokiri-Schwert. Wähle es mit allem Ausrüstungsmenü aus. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Ja, und damit haben wir unsere Waffe, beziehungsweise schon mal den ersten Teil unserer kleinen Aufgabe, nennen wir es mal so, erfüllt. Können auch gleich mal speichern, warum nicht? Ach Gott, das wird lustig. Ja. Ansonsten müssen wir jetzt ein bisschen Geld sammeln, um uns im Laden den Schild noch kaufen zu können. Und die Zeit werde ich jetzt einfach mal nutzen, um euch zu erklären, was es denn mit der Aufgabe eigentlich auf sich hat, die ich mir in diesem Let's Play stellen möchte. Eigentlich sind es, wenn man es genau nimmt, zwei Aufgaben. Das eine ist eine Herausforderung, das andere ist ein Experiment. Die Herausforderung ist die Drei-Herzen-Herausforderung. Eine Herausforderung, ja, die im Prinzip genau das ist, was der Name vermuten lässt. Ich möchte versuchen, das Spiel mit nur drei Herzen durchzuspielen. Okay. Ach stimmt, dafür sind wir ja zu schwach. Ich möchte versuchen, das Spiel mit nur drei Herzen durchzuspielen. Das bedeutet, ich werde keinen einzigen Herzcontainer und auch keine Herzteile mitnehmen. Zumindest muss ich nach meiner Planung auch kein einziges Herzteil im Spiel mitnehmen. Und die Herzcontainer kann man ab diesem Zelda-Teil Gott sei Dank auch liegen lassen. Das heißt, auch spätere Zelda-Teile wären theoretisch geeignet, um eine solche Herausforderung draus zu machen. Aber mal sehen. Und ja, die Drei-Herzen-Herausforderung, das bedeutet natürlich, dass wir... So, jetzt hole ich mir einen kurzen versteckten blauen Rubin, denn die sind 5 Rubine wert. Die Drei-Herzen-Herausforderung, ja, heißt halt im Klartext, dass wir im späteren Teil des Spiels von bestimmten Gegnern mit einem Schlag erledigt werden. Da könnte man jetzt natürlich noch sagen, ja... Man kann sich ja Feen holen und es gibt auch im späteren Teil des Spiels einen gewissen Zauber, der uns da behilflich sein könnte. Beides möchte ich mir zumindest erstmal ersparen. Ob ich es mir später mal erlauben werde, weiß ich nicht. Aber erstmal definitiv nein. Ja, soviel zu der einen Herausforderung, die schon relativ schwierig wird, aber ich habe mir dann gedacht, irgendwas muss doch noch dazu. Irgendwie muss man das noch schwieriger machen. Die Drei-Herzen-Herausforderungen haben auch schon andere vor mir gemacht, also da weiß ich, dass das möglich ist. Wobei ich sagen muss, dass mit den Feen und dem besagten Zauber, da überlege ich noch. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Stellen im Spiel gibt, wo ich irgendwie Schaden hinnehmen muss. Sollte das so sein, muss ich da halt die Regel ein bisschen biegen. Werde es allerdings, wenn überhaupt, dann nur da machen. Also ansonsten... Ich lasse mir die Option offen, wie gesagt, für entsprechende Fälle. Aber ansonsten... werde ich es einhalten. Und ja, dann noch die Erklärung zum zweiten Teil der Herausforderung. Das ist ein Experiment. Und um das zu erklären, muss ich ein bisschen vorgreifen. Hier drin war... Naja. Töpfe können wir nehmen und werfen. Ist auch ein bisschen Geld drin. Sie wäre drin, wenn der Rubin nicht plötzlich gen den Himmel geflogen wäre. Super. Der zweite Teil der Herausforderung sieht Folgendes vor. Und zwar gibt es im... Also ich versuche es jetzt mal so zu erklären, dass auch Leute verstehen... beziehungsweise sich anhören können, die das Spiel nicht oder nur geringfügig kennen. Im späteren Teil des Spiels gibt es einmal eine Person, die uns einen Handel vorschlägt. Und zwar möchte die Person den zu dem Zeitpunkt für uns maximal erhaltbaren Betrag an Rubinen haben. Ach, da hinten war ja auch noch ein blauer. Und gibt uns dafür eine mächtige Waffe, nämlich das Langschwert. Das Langschwert hat an und für sich sehr viele Vorteile. Es hat eine höhere Reichweite, wie man sich denken kann, und macht auch sehr viel Schaden. Reiht sich, genauer gesagt, zu den stärksten Waffen des Spiels ein. Und... naja, es hat halt... macht viel Schaden, es hat eine höhere Reichweite. Wird allerdings zweihändig geführt, was es ein bisschen unpraktisch macht, weil man dann sein Schild nicht mehr nutzen kann. Was aber soweit hinnehmbar ist, denke ich mal. Allerdings, ja gut, das sind die Vorteile im herkömmlichen Zustand des Langschwertes, sage ich jetzt mal. Es gibt nämlich ein Problem. Das Langschwert ist nämlich von mieser Qualität. Wenn man ein paar Schläge damit ausführt, vollkommen egal, ob man Gegner trifft oder einfach nur irgendwo gegen einen Stein oder gegen eine Wand haut,
Nach wenigen Schlägen geht das Schwert kaputt. Und im Gegensatz zu einem anderen Zelda-Schwert löst es sich nicht einfach in Wohlgefallen auf. Es wird auch nicht stumpf und macht weniger Schaden oder sowas, sondern... Tja, bei dem Langschwert bricht tatsächlich fast die komplette Klinge einfach ab. Bis auf einen kleinen Rest, der am Griff übrig bleibt. Bleibt nichts davon übrig. Und, ja. Hixi, schaut's mir herauf. Mit Z schaust du mich an und mit A kannst du mit mir reden. Machen wir das halt mal kurz. Gut gemacht. Dies war mithilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass auch du endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lernen, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Fliegt deine Fee zu einem Objekt oder einer Person? Drücke Z, um dorthin zu schauen. Drückst du Z und dann A, kannst du mit weiter entfernten Personen sprechen. Wenn du kein Ziel erfasst, kannst du Z nutzen, um geradeaus zu schauen. Versuch es. Ja, eine weitere Erklärung. Kennt nicht schon alles. So, ich dürfte genügend Geld haben, um das Schild zu kaufen. Nein, natürlich waren es 40 Rubine. Gut. Dann weiter in der Erklärung. Wie gesagt, das Langschwert geht nach wenigen Schlägen kaputt. Fast nichts bleibt von der Klinge übrig. So, jetzt haben wir genug. Und ja, das Besondere daran ist aber, dass man mit diesem kaputten Schwert immer noch zuschlagen kann. Allerdings verliert es alle seine Vorteile. Es hat eine geringere Reichweite. Und wenn meine Quellen das Richtige sagten, dann... Tja, da haben wir ein Schild. Kleinen Moment, ich führe kurz meine Erklärung zu Ende. Und wenn meine Quellen das Richtige sagten, dann hat dieses kaputte Schwert sogar noch einen verringerten Schaden. Das heißt im Klartext, es ist so ziemlich die schlechteste Waffe im Spiel. Und ihr könnt euch schon denken, die Herausforderung bzw. das Experiment soll darin bestehen, herauszufinden, was dieses Schwert kann. Beziehungsweise wie weit man im Spiel kommt, wenn man dieses Schwert als Hauptwaffe nutzt. Allerdings kann man es sich erst in einem späteren Teil des Spiels holen. Das heißt, die Herausforderung wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber es sei schon mal erklärt, was es damit auf sich hat. So. Dann weiter. Der Deko-Schild. Gehe ins Ausrüstungsmenü, um ihn mit A auszuwählen. Drücke R, um Angriffe abzuwehren. Drückst du R und bewegst den Analogstick, schwingst du den Schild. Nein, ich möchte nichts kaufen. So. Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Das wird lustig. Wer sich nicht vorstellen kann, was ich damit meine, nun ja, versucht mal, die Tasten eines N64-Controllers irgendwie auf einen PlayStation-Controller zu kriegen. Das ist nicht einfach. So. Dann rüsten wir noch unseren Schild aus. Speichern noch kurz. Und dann können wir wieder mal sagen, hey, wir haben alles. Bevor du zum Deko-Bahn darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Hey, was ist das? Du besitzt ein Deko-Schild. Und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert. Unglaublich. Es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deku. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Sali und nur noch der Deko-Bomb so viel Vertrauen zu dir haben? Tja, da ist jemand neidisch. Wie dem auch sei. Gehen wir zum Deko-Baum. Haben gleich erstmal unsere ersten Kämpfe. Der Deko-Stab. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf C links, C unten oder C rechts platzieren. Benutze ihn mit C. Wenn du A drückst, kannst du ihn wieder wegpacken. Du kannst höchstens 10 Deko-Stäbe tragen. Also setze sie mit Bedacht an. Ja, wie hießen die Teile nochmal? Deko-Ranja? Auf jeden Fall erhalten wir, wenn wir sie so töten, Deko-Stäbe von ihnen. Naja, dann reden wir mal mit ihm. Deko-Baum, ich bin zurückgekehrt.
Oh, Navi. Du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Xi. Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. Woher weiß er das? In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Sieh, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Natürlich. So sei es. Tritt ein, tapferer Xi, und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Xi. Und du, Xi, höre mit nach oben ziehen Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Auch so eine Sache, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum so viele Leute Navis Stimme im Spiel nervt. Das berühmte Hey, listen stammt von ihr. Und naja, so tragisch finde ich es eigentlich nicht, aber naja. Gehen wir mal in den Dekobaum. Ach ja, naja, jetzt am Anfang wird die Herausforderung, die Drei-Herzen-Herausforderung natürlich nicht ganz so tragisch sein. Da wir am Anfang ja ohnehin nicht so viele Herzen haben. Erstmal wieder das Schwert ziehen. So, dann haben wir eine andere Variante der Dekorania. Und wenn wir sie so töten, also nicht, wenn sie nach oben schauen, dann erhalten wir Dekonüsse. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf oder platzieren. Wirf die Dekonuss. Sie wird zerplatzen und deine Gegner betäuben. Richtig. Die können wir nutzen, um bestimmte Gegner zeitweise zu lähmen. Was durchaus seinen Nutzen hat. Und ja, da hört man schon das berüchtigte Hey. Und wenn man ihr zuhören würde, dann käme das berühmte Listen. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum die Leute so ein großes Problem damit haben. Klar, es kommt häufig, aber naja, sie gibt einem durchaus wertvolle Tipps. In dem Fall hätte sie wahrscheinlich gesagt, dass wir irgendwie dieses Netz zerstören müssen, um in die unteren Stockwerke gelangen zu können. Vielleicht hätte sie auch erwähnt, wie wir das machen sollen. So, da könnten wir hochklettern, allerdings werden es diese Skulltullers aufhalten. Deswegen wir das noch nicht probieren sollten. Die Labyrinthkarte. Drücke Start, um sie im Kartenbildschirm anzusehen. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Wir beginnen in Analogstick, um ein Stockwerk auszuwählen. Ja. Das ist jetzt in diesem Verlies noch nicht so nötig. Ah ja, da ist es ja. Um eine Tür zu öffnen, stelle ich genau davor und drücke A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Ja, also der Knopf, mit dem ich schon die ganze Zeit herumrolle. So, eine weitere Gegnerart. Dekus. Diese besiegen wir, indem wir unser Schild nach vorne halten, ein bisschen auf Abstand gehen und sie mit ihren eigenen Dekonüssen erwischen. Vergebung her! Lässt mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Springst du aus großer Höhe und drückst bei der Landung den Analogstick nach vorn, rollst du dich ab und lindest du den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprunghöhe klappt. Ja, ich springe ja so. Probier es einfach aus, wenn du Mut hast. Ich verschwinde. Ein wertvoller Tipp durchaus. Wenn wir das im richtigen Moment machen, können wir beinahe jeden Fallschaden verhindern. So, haben wir eine Plattform. Springen wir da einfach mal hin. Die ist jetzt aber erstmal kaputt gegangen. Und wir erhalten eine weitere Kiste.
denk mal, ich mache ungefähr 30 Minuten Folgen. Ich glaube, damit kommen wir ganz gut hin. Und wir erhalten die Feenschleuder. Ja, das lese ich nicht mehr vor. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit dem Analogstick. Lass C los, um Dekokerne abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. So, und das sollen wir auch gleich mal benutzen, nämlich dort. Mit der Schleuder schießen können wir auf zwei verschiedene Art und Weisen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo möchte ich die hinlegen? Ich habe nämlich meine... Ich muss die drei Pfeiltasten irgendwie arrangieren und... Ja... Das war nicht allzu einfach. Dann tun wir das mal, den mal da hin derweil. Und die tun wir. Ah ja, mir fehlt noch ein Knopf anscheinend. Moment. Das war links, das war unten. Das müsste eigentlich rechts sein, aber okay. Wir kommen dabei auch so aus. Passt schon. Interessant auch, dass mein Aufnahmeprogramm das nicht so ganz verträgt. Also, wir haben mit der Schleuder zwei verschiedene Möglichkeiten zu schießen. Entweder so. Oder wir gehen mit A zurück. Visieren wieder etwas an. Nein, das wollte ich nicht. Falscher Knopf. Und können so schießen. Das Besondere daran, wenn wir auf etwas so angepeilt zielen, ist halt, dass wir uns währenddessen noch bewegen können. Was bei verschiedenen Gegnern durchaus nützlich werden wird. So. Damit haben wir eine hübsche Fernkampfwaffe. Und ich hätte gesagt, die nutzen wir jetzt einfach mal gleich gegen die hier. Und ich habe wieder den falschen Knopf. So. Machen wir dich weg. Und dich auch. Sieh dir diese Wand an. Vielleicht kannst du ja an den Pflanzen hinaufklettern. So. Und da ist aber noch eine oben. Die ist aber ein bisschen weiter weg. Deswegen... Oh ja, die hat man auch so erwischt. Na gut. Aber wir machen es trotzdem. Oh. Okay. Das Ziel muss ich nochmal... Das muss ich nochmal... Oh Gott. Ach ja, stimmt. Das war ja umgekehrt. Stimmt, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. So, Munition für unsere Schleuder bekommen wir, wenn wir Dekoranias töten. Die lassen nämlich nicht nur Dekokerne, Dekonüsse fallen, sondern auch Dekokerne. Ja, und wie gesagt, das ist die Munition, die wir für die Feenschleuder brauchen. Werden wir alsbald nochmal bekommen. Und hier oben wartet schon der nächste Gegnertyp auf uns. Nämlich große Skulltulas. Die können wir nur attackieren, wenn sie uns den Rücken zudrehen. Wow. So viel dazu. Ah ja, und von denen erhalten wir ebenfalls Dekonüsse. Kerne, nicht Nüsse. Ja, wieder falsch gesagt. Es sind kleine, harte Kerne. Du kannst sie als Munition für deine Schleuder ansetzen. Richtig. Wie ich eben sagte. So, und von hier aus glaube ich... Ah, ne. Ja, von hier aus könnten wir versuchen, unten auf das Netz zu fallen, aber ich glaube, das ist noch nicht hoch genug. Wieder ein Kampfraum. Naja, jedenfalls wieder eine solche Skulptur. Oder bezieht sich die Kampfmusik auf was anderes? Naja, machen wir mal. Okay, das ging nicht. Hä? Moment. Wenn wir den Knopf, mit dem wir mit Navi reden würden, drücken, ohne dass sie eine Nachricht für uns hat, können wir uns im Raum umschauen. So, dann nutzen wir mal einen der Dekostäbe. Damit, den können wir nämlich anzünden. Und damit können wir Fackeln anzünden. Wenn wir ihn schnell genug wieder wegpacken, dann verbrennt er uns auch nicht.
Hab ich gesagt, wir wollen die Kiste da hinten haben. Was auf Zeit geht, das ist aber kein Problem. Und da drüben sehe ich schon was anderes. Ja, wie gesagt, ist kein Problem. Außer natürlich, man ist nicht dazu in der Lage... Ah, du wieder. Ah, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit diesem Analogstick zu spielen. Der ist nämlich leider ein bisschen anders von der Anfälligkeit her als der eines echten N64-Controllers. Deswegen... So, was haben wir denn hier Schönes? Ich kann's mir denken. Die Pflanze hält auch brav still. Sehr schön. Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. So, von dir hätte ich gerne... Aber den ich angewählt habe, aber egal. So, hier sind wir noch nicht fertig. Da drüben ist noch eine kleine Truhe. Und hinter der Truhe... ist noch etwas Besonderes. Ja, den Raum haben wir schon noch fertig. Brauche jetzt nicht hier im Raum noch schnell die Folge beenden. Den machen wir noch fertig und dann machen wir in diesem Verlies in der nächsten Folge weiter. So. Ja, schon blöd, wenn man sich nicht dahin dreht, wo der Gegner ist. So. Hier haben wir was Besonderes. Das hier ist nämlich eine goldene Skulptulla. Und wenn wir die erledigen, dann bekommen wir das hier. Du hast eine goldene Skulptulla zerstört. Du erhältst dafür ein Skulptulla-Symbol. Was wir mit denen anfangen können, sehen wir später im Spiel. Für meine Bedürfnisse brauchen wir 10 davon. Also nach denen werden wir zum Teil durchaus noch Ausschau halten müssen, aber ich denke, wir werden genügend finden. Na gut, aber ich würde dann sagen, in der nächsten Folge machen wir an der Stelle weiter. Man sieht dann beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich bin Xy. Bis dann, Leute. Ciao.